So, ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um die Beinhalbfinale England gegen Dänemark und Italien gegen Spanien. Es wird vorwiegend über England gegen Dänemark gegen das andere Finale. Da werde ich auch ein bisschen was drüber labern, aber bevor ich damit anfange, möchte ich ganz kurz darauf hinweisen, wenn ihr diesen Kanal nicht abonniert habt, abonniert gerne diesen Kanal, aktiviert auch gerne die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Wie ihr in dieser Statistik seht, sind bisher nur 2% meiner Zuschauerabonnenten und falls ihr euch für mein Content interessiert, wäre ein kostenloses Abo eigentlich eine gute Option. Ich würde sagen, fangen wir direkt an. Ich will nicht so viel Zeit verlieren. Ich fange direkt mal an. England gegen Dänemark ist das erste Spiel, was ich analysieren werde, weil ich dazu noch am meisten im Kopf habe, weil es gerade vor einer Stunde erst abgeschlossen wurde. Fangen wir dazu an. England, folgende Aufstellung. Pickford im Tor, Walker, Stones, Maguire und Shaw bildeten die Innenverteidigung, Phillips und Rice und bildeten das zentral-defensive Mittelfeld. Saka, Mount und Sterling sowie Harry Kane waren die Offensive. Dänemark lief mit Schmeichel, Christensen, Kjær, Vestergaard, Strüger, Larsen, Mede, Delaney, Højbjerg, Braithwaite, Damsgaard und Dolberg auf. Ja, ich werde euch einmal ganz kurz jetzt was ganz Allgemeines zum Spiel sagen. Ich muss sagen, das Spiel hat mich sehr fasziniert. Es war wirklich ein fantastisches Spiel, war sehr gut anzugucken. Man hat aber gemerkt, England war drückend überlegen. Es hat auch die Anzahl der Pässe gezeigt. England hat 200 Pässe mehr als Dänemark gespielt und die Passquote war auch auf Seiten der Engländer viel besser. Sie waren drückend überlegen, haben 25 Flanken inklusive Standards einfach mal in das Spiel reingeschlagen und die Flankengenauigkeit war über denen auch noch übelst genau. Das heißt, gefährliche Enken, Flanken, Kopfbälle, es war dauerhaft gefährlich im Raum der Dänemarker, die aber alles sehr gut verteidigt haben, die sich reingeworfen haben in die Zweikämpfe und einfach gezeigt haben, dass sie es können. Dänemark 20, England 20 Torschüsse und davon gegen 10 aufs Tor, waren sehr gefährliche Torschüsse, auch immer Maguire immer ausgetreten, fantastisch gemacht. Insgesamt auch noch 5 Torschüsse von außerhalb des 16ers gesucht, das heißt, genauso wie die Dänen, sehr oft die Schüsse, Distanzschüsse gesucht und das muss man einfach mal so sagen. Die Schussgenauigkeit war bei beiden zu wünschen übrig mit 50%. Man muss sagen, Dänemark hat sich reingeworfen, 33 erfolgreiche Tacklings, das heißt, die Erfolgsquote, es war echt sehr gut bei Dänemark. Sie haben echt fantastische Arbeit geleistet, was das angeht und man muss sie einfach nur loben und das muss man einfach so sagen, aber sie haben dementsprechend auch sehr oft gefoult, 21 Fouls, damit 11 mehr als England und das ist schon echt krank, viel mehr als England. Ja, was kann ich abschließend zu den Statistiken sagen? England, verdienter Sieg, 2:1 ist ausgegangen. Das 1:0 erzielte Darms gerade in der ersten Halbzeit gegen Ende durch einen fantastischen Freistoß in der 30. Minute von mindestens 20 Metern rein gemacht. Der Ball hat sich sehr spät gesenkt und für Pickford war der zwar nicht unhaltbar, aber das war echt ein sehr guter Schuss. Das war echt sehr schön angesehen und Darmstadt, dazu werde ich gleich noch was sagen, ist echt ein fantastischer Spieler, den ich mir für Hertha wünsche, aber 40 Millionen Euro sind ein bisschen viel, was das angeht. Und dann 9 Minuten später 1:1, Kjær mit dem Eigentor. Ah, der Ball, kein Vorwurf an Kjær, der Ball wäre auch so reingegangen, weil hinter ihm Sterling bereits einstand, um den Ball einzuschieben, aber kein Vorwurf an Kjær, war folgerichtig aufgrund des hohen Drucks, den England auch während dem Spiel auf Dänemark ausgelöst hat und ja, das 2:1, Harry Kane, dazu gleich mehr. Werden wir einmal ganz kurz ein paar interessante Fakten zum Spiel durchgehen und zwar, Jordan Pickford hat echt eine gute Torhüterleistung gezeigt, die Bälle, die er rausholen konnte, hat er gut rausgeholt, bis auf den Freistoß, da sah er ein bisschen komisch aus und blieb er hat ja wirklich das ganze Turnier lang nicht ein Gegentor kassiert und hat jetzt tatsächlich den Torhüter überholt, der zwischen Mai und Juli 1966 720 Minuten ohne Gegentor blieb und zwar ist das Gordon Banks, der Name würde ich nicht sagen, das geht hier bis in die 1966er rein und er hat 721 Minuten ohne Gegentor geblieben. Ja, dann Micke Damsgaard, hatte ich bereits erwähnt, war in 7 Startelf-Einsätzen für Dänemark und hat 8 Tore direkt beteiligt. Das war echt eine fantastische Leistung, die er über dem Turnier abgegeben hat, aber auch schon davor hat er sich sehr für das Turnier beworben. So, und es war ja das vorletzte Spiel dieser Europameisterschaft und es ist der erste direkte Freistoßtreffer überhaupt im ganzen Turnier. Sehr selten, waren viele Freistoßmöglichkeiten da, aber keine ging rein und tatsächlich muss man sagen, erstmals seit der Europameisterschaft vor 20 Jahren bzw. 21 Jahren gingen beide Halbfinale in die Verlängerung, wobei man auch beim zweiten Halbfinale darüber denken muss, das hätte ins Elfmeterschießen gehen müssen, gleich dazu mehr. Und tatsächlich, Harry Kane ist gemeinsam mit Gary Lineker Englands Top-Torschütze bei großen Turnieren und ja, und England
drehte zum ersten Mal in einem K.O.-Spiel ein Heimspiel. Nach einem Rückstand, sie sagen ja 0:1, wie gesagt, zurück. So, dann sagen wir mal so, Glückwunsch an England, sie haben es geschafft. Das erste Mal seit 1966 rein ins Finale. Ich wünsche denen viel Pech. Und dazu kommen wir jetzt. Da 2:1 erzielte Harry Kane durch den lächerlichsten Elfmeter des ganzen Turniers. Ja, ich sag mal schon der ganzen Saison. Ich bin ja durch Hertha BSC vieles abgehärtet. Ich habe viele lächerliche Elfmeter gesehen und habe mich immer über den Schiedsrichter aufgeregt. Aber heute ist es schon wieder auf ein neues Level gehoben worden. Der Schiedsrichter hat eine schlechte Leistung absolviert und dieser Elfmeter ist eine absolute Farce. Kontakt war da, aber es reicht bei weitem nicht für einen Elfmeter. Der fällt schon lange, bevor überhaupt der Kontakt da ist. Und es ist lächerlich, dass man als England, als überlegenes England, so einen Elfmeter schinden muss und dann so ins Finale einziehen muss. Dänemark, fantastische Leistung gespielt. Das, was England abgeliefert hat, war auch eine gute Leistung. Aber dieser Elfmeter, diese ständige Schauspielerei von diesen Affen aus England, es nervt einfach nur noch. Es war ja schon in der ersten Halbzeit eine Situation, wo Harry Kane sich mal eben fallen lassen hat und dann die ganze Klasse schon nach dem Elfmeter gebrüllt hat, wo Gott sei Dank keiner war, was der Schiedsrichter noch richtig entschieden hat. Aber das war eine Fehlentscheidung seitens des Schiedsrichters und das hat er sich auf seine Kappe zu schreiben, dass England gewonnen hat. Das muss er sich zuschreiben. Er ist daran schuld. Denn meiner Meinung nach war das einfach kein Elfmeter-Kontakt. Wie gesagt, war da, mehr aber auch nicht. Und außerdem, es lag ein zweiter Ball auf dem Spielfeld. Dieses Spiel hätte abgepfiffen werden müssen, da dieser Ball meiner Meinung nach ein Störfaktor für das Spiel darstellt. Der Ball liegt einen Meter neben das genauen Ball. Und zumindest bei einem dänischen Spieler konnte ich beobachten, dass er auf den falschen Ball geguckt hat. Und das ihn irritiert hat dementsprechend. Deswegen hätte diese Szene für mich abgepfiffen werden müssen. England allgemein sehr unsympathisch bei dieser EM. Wie kann es sein, dass England 12.000 Heimspiele hintereinander hat, außer dass es gegen die Ukraine jetzt einfach mal ausgeschlossen. Wie kann es sein, dass andere Nationalmannschaften von Russland bis in die Ukraine, bis nach Italien reisen müssen, um dann nach England zu denen zu fahren und England die ganze Zeit sich in England einen Breiten machen kann und da im Stadion einfach bleiben kann. Das ist doch absolut lächerlich und einfach nicht wettbewerbsgerecht. Und diese Fans, das sind die größten Lappen, die ich jemals gesehen habe. Was sind denn das für welche? Da sind 8.000 Dänen und 52.000 Engländer und trotzdem schaffen es die 8.000 Dänen lauter zu sein als die Engländer. Aber wenn die Nationalhymne der Dänen erspielt wird, dann müssen natürlich alle anpfeifen zu pfeifen. Nicht mal ein Hauch von Respekt haben diese Affen. Und das Schlimmste war ja noch die Sache mit dem deutschen Kind. Das deutsche Kind, was in der Kamera war und geweint hat. Dieses Kind haben diese Engländer wirklich im Internet schlimm beleidigt. Sie haben es zum Beispiel als Schlampe beleidigt, weil eine Spendenaktion für dieses Kind gestartet wurde. Warum auch immer. Aber ich meine nur, dass Engländer echt komisch sind. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht ganz, was ich dazu sagen soll. Ich bin ein bisschen geschockt, dass diese Vögel weitergekommen sind. Also wirklich, der Schiedsrichter ist daran schuld. Und vor allem, das ist ja der gleiche Schiedsrichter, der Deutschland gegen England gepfiffen hat. Und Deutschland gegen England, falls ihr euch daran noch erinnert, Calvin Phillips ist Toni Kroos am Ende der ersten Halbzeit auf Sprunggelenk getreten. Und das hätte eine rote Karte sein können, meiner Meinung nach. Das könnt ihr selber beurteilen. Meiner Meinung nach hätte das eine rote Karte sein können, wenn nicht sogar müssen, weil auf Sprunggelenk treten, schlimme Verletzungen und so weiter und so fort. Und das hätte das Spiel auch Deutschland gegen England entscheidend beeinflussen können. Und er hat zweimal eine England-Partie zugewiesen bekommen und hat zweimal versagt. Der Schiedsrichter ist schuld daran, dass England im Finale steht und dass diese ganzen verdreckten Fans sich aus England dahin sich freuen können, weil das könnte ich denen überhaupt nicht. So, noch ein ganz kurzes Update, was mir aufgefallen ist. Und zwar ist mir aufgefallen, dass beim Elfmeter, als Kasper Schmeichel den Elfmeter fast gehalten hatte, einfach vor dem Elfmeter von irgendeinem englischen Fan wahrscheinlich mit einem Laser gestört wurde, der Laser in die Augen gehalten hat. Also, ich weiß nicht mehr, wo wir hier angekommen sind. Ich weiß nicht, ob ich mich gerade in die Verschwörungstheorien des Fußballs rein investiere oder ob ich einfach nur das sehe, was ich sehen will. Weil wenn das so ist, dann ist das wirklich einfach nur widerlich und zeigt einfach nochmal, dass ich meinen Hass gegenüber die britische Fußballkultur einfach noch verstärkt habe. Also, was sind das für welche? Ein Twitter-Link dazu tue ich euch mal in der Beschreibung, könnt ihr euch gerne angucken. Überhaupt nicht. Dänemark, ich beneide jeden um das Erlebnis, ins Halbfinale kommen zu sein. Das war echt wahrscheinlich für alle Dänen ein fantastischer Dings. Und ja, abschließend kann man sagen zu dem Spiel, schade, GG an Dänemark. Kein Glückwunsch an England, das ist das erste Mal, dass ich das sagen werde. Ich wünsche einer Mannschaft nicht herzlichen Glückwunsch zu einem Sieg. So,
Jetzt kommen wir ganz schnell noch zum zweiten Spiel, Italien gegen Spanien. War eher das Uninteressantere für mich, weil vor allem das Spiel ein bisschen schleppend verlief. Italien hat für mich meiner Meinung nach keine gute Partie gespielt. Das zeigen auch die Statistiken. Nur 7-mal aufs Tor geschossen. Das ist 9-mal weniger als die Spanier. Und die Spanier konnten ihre Chancen nicht nutzen. Außerdem hat Italien nicht auf Ballbesitz gespielt. Das heißt, sie hatten insgesamt eine schlechte Passquote. Sie waren nicht sortiert im Mittelfeld. Das muss man einfach mal so festhalten. Spanien hingegen war sehr gut sortiert. Sie haben gekämpft für den Sieg. Hatten es leider nicht in der Hand. Aber trotzdem mein Glückwunsch an Italien. Sie haben sich durchgesetzt mit absoluter Willenskraft und Leidenschaft ins Finale rein. Die Verteidigung um Bonucci, Chiellini hat einen fantastischen Job gemacht. Auch Di Lorenzo, der Rechtsverteidiger, der für Spinazzola reingekommen ist, hat eine fantastische Leistung gemacht. Und dann ist Chiesa entsprechend in der 61. Minute, in der 60. Minute in Führung gegangen. Nach einer Vorlage von Immobile, der meiner Meinung nach keine gute Partie gespielt hat. Als Berardi dann reinkam, wurde es dann wieder besser. Das muss man einfach mal so sagen. Berardi hat das Spiel bereichert, Italiens. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Italien hat meiner Meinung nach keine gute Partie geliefert, sehr unsortiert. Muss man einfach mal so sagen. So, Spanien hingegen hat für mich eine gute Partie abgeliefert. Das hat leider nicht gereicht. Ich muss ganz kurz einige Spieler hervorheben bei Spanien. Dani Olmo hat für mich eine fantastische Partie erlebt. Würde der noch ein bisschen mehr an seinem Abschluss arbeiten, haben wir hier einen fantastischen Spieler, der vor allem in der Champions League-Mannschaft richtig spielen kann. Nicht bei RB. So. Bei Spanien hat mir überhaupt nicht gefallen. Die Außenspieler um Ferran Torres und Oyarzabal, die waren überhaupt nicht im Spiel involviert, haben weniger Toraktionen, weniger Torchancen sich erarbeitet und haben meiner Meinung nach dem Spiel eher geschadet als geholfen. Aber dafür das Mittelfeld war umso stärker und Pedri, Busquets und Koke waren sehr gut im Mittelfeld, waren präsent, haben gezeigt, wie es geht und haben vor allem den Ballbesitzfußball der Spanier geprägt. Aber manchmal für mich noch ein Ticken defensiv, ein bisschen zu defensiv gewesen. Ein bisschen mehr auf Stabilität zu sehr bedacht. Nicht sehr in die Offensive gegangen und hätten dadurch vielleicht noch die ein oder andere Torchance mehr herausspielen können. Die Verteidigung um Jordi Alba, Laporte, Garcia und Azpilicueta, sowieso guter Job. Laporte erst die Nationalität gewechselt von Frankreich nach Spanien, aber hat auch nicht geholfen. Kein Titel für dich. Aber das hat wahrscheinlich eher die Gründe, dass er mehr Spielzeit in Spanien bekommt als in Frankreich. Unai Simon, unglückliche Figur, gerade beim Elfmeterschießen, unglücklich. Aber dort gibt es für mich keine Schuldigen. Unai Simon, gutes Turnier gespielt an sich, aber leider ein bisschen Pech gehabt. Schade, Spanien, ich hätte es ihnen auch gegönnt, aber ich gönne es auch Italien. Ist mir so ralle, Hauptsache Italien, schlägt die scheiß Engländer, mehr will ich nicht. Dann bin ich einigermaßen zufrieden mit dem Turnier, auch wenn ich es jetzt schon nicht bin. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Analyse, was weiß ich. Abonniert gerne den Kanal, wir sehen uns bis dahin. Tschüss.